Hallo ihr Lieben, heute ein weiterer Gartenrundgang. Ich habe es ja so ein bisschen angekündigt. Es wurde der Monat der Gartenrundgänge, aber sie kamen gut an und warum soll ich euch nicht damit füttern? Mir macht es nämlich Riesenspaß und wenn ich die Dinge mit euch teilen kann, Win-Win-Situation würde ich sagen. Ja, ich fange auch gleich direkt an. Es ist ganz viel Schönes im Garten und das möchte ich euch zeigen. Wird dann auch der letzte diesen Monat sein und ja, lasst euch überraschen. Auf jeden Fall immer wieder nach und nach mohn, wohin das Auge reicht. Auch hier alles voll, die ganzen Pflanzen hier, also es kommt auch alles wieder nach. Richtig schöne, das fühlt sich so toll seidig an, ich mag das total gerne. Dann diese schönen Exemplare. Richtig schön, kommt noch einer, unten habe ich welche gesehen. Hier nach wie vor. Corolla, hier gibt es jede Menge, was du abhaben kannst und ich glaube, du wirst dich sogar freuen, wie es auch mir dabei geht. Auch hier gibt es noch eine andere Farbe. Gestern war hier noch einer offen. Das wäre dann das Exemplar hier. Richtig schön, wie ich finde. Da vorne hat sich noch was versteckt. Ich weiß nicht, was das Weiße hier ist. Wenn das einer weiß, hier vorne Ackerwinde dürfte das nicht sein. Bei anderen habe ich das auf jeden Fall gesehen. Ackerwinde, die weißen. Wenn das einer weiß, ist es weißer Mohn. Das ist ja ganz einfach die Lösung. Und hinten bei Topinambur ist noch was versteckt. Könnt ihr das sehen? Da. Dann die Zucchini hier, Zucchini-Kasten. Ist jetzt nicht groß weitergewachsen. Da denke ich aber auch, zu viel Unkraut mittlerweile werde ich rausholen. Entzieht natürlich der Pflanze an sich Nährstoff, aber die Blätter und so sind größer geworden, Blüten und so weiter. Da kommt auf jeden Fall die nächste Zucchini. Ich gehe mal näher ran. Beim Knoblauchbeet war ich bei überall Unkraut raus. Die Pflanzen liegen wieder frei. Übrigens, einen Knoblauch habe ich geerntet. Ich wollte einfach mal gucken, wie das jetzt aussieht in dem Stadion. Und da war mehr dran, als ich dachte. Ja, war klein, aber vielleicht finde ich noch ein Foto und blende es ein, wenn nicht. Spielt jetzt auch gerade keine Rolle. Ja, jetzt können die Pflanzen auf jeden Fall wieder viel mehr Energie aus dem Boden ziehen, ohne dass die Energie ins Unkraut geht. Und ich hoffe mir einen Schub. Gedüngt habe ich auch mal wieder. Das übertreibe ich beim Knobi nicht. Ich weiß, Staunässe mögen die nicht so gerne. Das könnte recht schnell gammelig werden, soweit ich das mal mitgekriegt habe, wenn ich das richtig abgespeichert habe. Ansonsten wird die Zeit zeigen, wie weit oder wie es hier weitergeht. An einer Stelle haben auch zwei Knobis irgendwie zusammengefunden. Das ist da. Ja, ich bin einfach mal gespannt. Einer ist jetzt raus. Und der wird bald mal Kredenz, vielleicht heute Abend schon. Die Kartoffeln auf dem Kartoffelhügel kommen sehr gut. Ich weiß nicht, ob man das von hier sehen kann. Auf der linken Seite da hinten auf jeden Fall auch. Da hinten der Hügel. Na, wo ist meine Hand? Wo ist meine Hand? Da. Da geht's los. Darüber. Ihr kennt das schon aus dem anderen Video. Wer nicht, sollte es sich vielleicht nochmal angucken. Wer alle Gartenrundgänge durch hat, hat es auf jeden Fall schon mal gesehen. Jetzt überschlage ich mich. Den Tomaten hier geht's gut, haben ihren Platz gut angenommen. Ich habe auf jeden Fall alle unteren Triebe abgenommen. Natürlich nach wie vor ausgegeizt. Die ersten Tomaten kommen schon. Oh, die eine ist da sogar schon richtig groß. Ansonsten kommen überall Tomaten. Auch hier, oh, schwierig durch die Kamera zu sehen. Wo sie denn? Da ist eine. Ja, da kommen kleine. Dann habe ich hier Minze eingepflanzt, auch von den Pflanzen, die ich mitgenommen habe aus der Stadt. Ich denke, das war eine Einladung. Die Pflänzchen habe ich mitgenommen. Da ist eine, ne, zwei sogar. Und gibt bestimmt noch mehr zu entdecken. Hier auf jeden Fall noch die Lilien. Schön, dass sie meinen Garten gefunden haben. Ich freue mich voll. Vielen Dank nochmal, Steffi. Die machen sich gut. So, hier nach wie vor bei den Pflanzen frage ich mich noch, was das ist. Vielleicht weiß es mittlerweile jemand. Gerade aktives zu beobachten. Voll süß. Hier sind die Tomaten auch weiter am Wachsen. Ach, ich liebe sie, ich zeige sie immer wieder gerne. Kriegt ihr auf jeden Fall die Zwischenschritte mit. Hier kommen bestimmt noch massig mehr.
verstecken sich noch ein paar. Und die Rio Grande, die ist auch voll am Wachsen, wie ihr sehen könnt. Die sind echt groß geworden mittlerweile im Vergleich zu den letzten Malen. Dann habe ich hier noch so eine Seitenkonstruktion dran gebastelt. In der Hoffnung, dass die Gurke da vielleicht sich noch längs schlängelt. Das werde ich wahrscheinlich selber ein bisschen beeinflussen können. Also Gurke kann ich noch nicht erkennen oder ich bin gerade blind. Aber viele, viele Blüten. Mal gucken, ob da noch was... Ah, da kommt was. Ja. Da ist dann wohl eine Gurke. Dann habe ich mein Kartoffelbeet hier noch von Unkraut befreit. Und ich muss sagen, die Kartoffeln selber halten schon so viel fern. So viel war das gar nicht. Da habe ich nochmal angehäufelt und ich glaube, das war jetzt auch das letzte Mal. Es wächst auf jeden Fall alles schön. Bei Nele und Sven werde ich wohl auch mal helfen beizugehen. Oder Sven, vielleicht schaffen wir das demnächst mal. Ich glaube, die Kartoffeln würden sich freuen, wenn da ein bisschen mehr Nährstoffe bei denen ankommt. Bei den Sonnenblumen sieht es auch langsam in Richtung Sichtschutz aus. Hier links die da vorne, oh, ich gehe mal näher ran, die ist voll schön. Das hier ist auf jeden Fall die Sonnenblume von Nele und Sven. Und die anderen habe ich halt reingesetzt noch. Seht. Hier wächst das auch. Die sind teilweise echt schon richtig dick geworden. Ah, ich freue mich. Also es nimmt jetzt schon eine Höhe an. Die eine dürfte schon über einen Meter sein. Hier vorne. Borisch sieht auch echt schick aus, mag ich voll leiden. Ich habe übrigens überall in den Beeten, überall wo ich das jetzt sehe, Stechapfel rausgenommen, habe ich für sinnvoller gefunden, gerade wegen Kids und so. Ich werde ja auch besucht mit Anhang und das macht schon Sinn. Bei der Lupine bin ich auch am überlegen, auch wenn es mir schwer fällt, ich muss einfach mal gucken. Übrigens die Pflänzchen hier am Zaun und auch drüben bei den Kohlrabis heißen Lemon Queen. Ja, ich freue mich, sie jetzt hier zu haben. Wird die Schmetterlinge anlocken und wird irgendwie so gelb-grünlich nachher blühen. Wird noch seine Zeit brauchen, wenn es in diesem Jahr schon klappt. Ich bin gespannt. Den Platz mögen sie noch nicht so hundertprozentig. Ich werde nachher mal gießen. Dachte eigentlich, genug Regen ist gefallen oder genug Wasser runtergekommen. Aber ich glaube, die brauchen noch mal. Ja, Bohnen habt ihr letztes Mal schon gesehen. Ich sehe den Unterschied immer. Hat nochmal einen guten Schub gekriegt. Allerdings auch viele Pflanzen haben ihre Blätter verloren. Entweder durch den Wind oder irgendwer hat sie abgeknabbert. Wird die Zeit zeigen, ob sie sich noch erholen. Aber ich habe ja immer Hoffnung und bin immer der Meinung, die Natur findet größtenteils immer ihren Weg. Und ja, ansonsten sind genug Bohnen da. Rechts von mir das Kohlrabi-Beet. Und die einsame Bohne hier, die rankt sich hoch. Kohlrabi selber, da ist natürlich auch noch überall Unkraut drin, da will ich noch bei. Steht auf dem Zettel, wird nicht mehr lange dauern. Und ich habe schon zwei Kohlrabi geerntet. Den ersten hat Jan gekriegt, ein guter Freund. Und den zweiten kleineren habe ich selber wegschnaguliert. Ich wollte nun, dass der erste an Jan ging und den zweiten konnte ich dann selber schon testen und das war echt lecker. Die haben überall so ein bisschen Stellen gekriegt. Ich gehe mal näher ran, damit ihr auch seht, wovon ich rede. Ich glaube, da kann man das gut erkennen und bevor die dann irgendwie eingehen oder eingegangen sind, wollte ich auf jeden Fall mal zwei rausgeholt haben. Das haben irgendwie alle, ich weiß nicht, ob das an der Feuchtigkeit liegt, Zusammenspiel mit dem Unkraut hier. Auf jeden Fall waren hier fleißig die Schnecken bei. Der Kleine hier kommt, glaube ich, nochmal. Mal gucken. Da steht auch das Wasser. Ich glaube, die braucht man dringend lieber und ein bisschen Dünger. Ja, und nebenan ist auf jeden Fall die Zucchini-Pflanze, die wächst auch weiter vor sich hin. Hier soll aber auch mal wieder Unkraut gejätet werden, geht auch bald bei. Also wird nicht mehr lange dauern. Aber hier, mein Liebling, rote Beete. Guck mal an, wie riesig das Teil ist. Kann man das schon sehen? Oh. Wat ein Noschi. Hier mal Größenvergleich. Hat schon ein paar Zentimeter, also über 8 sind es auf jeden Fall. Und andere schießen dann auch schon aus dem Boden. Da freue ich mich dran, die werden alle von der Zeit her unterschiedlich
dann aus dem Boden geholt, ja sowieso. Man kann sich Zeit lassen, die sind recht robust und können lange im Boden bleiben, aber vom größten Timing finde ich das schon sehr toll. Die anderen, die ich mal pikiert habe und neue Plätzchen gesucht habe, die sind hier drin. Wachsen so fröhlich und langsam vor sich hin. Auch hier. Aber sie sind nicht tot. Sie, dafür, dass sie echt teilweise gar keine Blätter mehr hatten, haben sie nochmal einen Schub gekriegt. Ja, vorhin schon mal mit aufs Bild gekriegt im anderen Video. Ich habe nämlich die Videos dann nacheinander gedreht. Die Bohne. Ich meine, alles, was hier sonst so keimt, das dürfte Basilikum sein oder Unkraut. Aber ja, voll schön. Das ist auch eine der Bohnen aus Tönning. Die letzte, die ich dann im Rucksack nochmal gefunden habe. Ich weiß nicht, wie der hingekommen ist, dass ich die übersehen konnte. Geht gar nicht. Sollen natürlich alle an Platz kommen und wachsen. Ja, da freue ich mich sehr drüber. Dann wird das hier auch nochmal so ein nettes Plätzchen. Sieht das nicht schön aus? Das ist mal eine Aufnahme der Sonnenblume hier. Ja, auch nochmal eine Aufnahme von Nele und Sven seiner Sonnenblume. Voll schick. Die war auch schon ein bisschen weiter offen, hat man schon gelb gesehen, aber sie beschützt ja auch ihre Blüte. Und obwohl das das Äußere gerade natürlich bestimmt mit dazugehört. Sehr interessant, das zu beobachten, immer wieder zu entdecken. Hier auch die rote Beete beim Knobi-Beet. Eine habe ich leider gekillt, die andere war von Unkraut umwuchert, aber kann ja alles noch kommen. Und die hat auch ihr Plätzchen. So, ich denke, das sollte reichen. Der letzte Gartenrundgang für den Juni. Ich möchte noch mal an etwas erinnern. An alle, die bis hierher gekommen sind. Ich möchte euch daran erinnern, ich habe ja noch eine Verlosung am Laufen, ein Gewinnspiel. Habe ich ja gekoppelt mit Vorstellungen von den Parzellen hier, um vielleicht den einen oder anderen dazu zu bewegen, hier Nachbar zu werden. Und die läuft noch bis Ende des Monats, sind nicht mehr viele Tage, also seht euch das vielleicht an, ich werde euch das verlinken. Und ihr habt die Chance auf einen exklusiven Honig, den man nicht bestellen kann, hier aus dem Schnellschen Legat. Und es lohnt sich wirklich, das sind ganz tierliebe Imker, die sich auch um die Bienen über den Winter richtig gut kümmern. Da werden auch keine Bienenkönigin oder so getötet, sondern es geht da richtig gut her. Öko-Bio-Honig kann ich nur empfehlen. Ich freue mich auch schon, den dann kosten zu können. Ist gerade alles in der Mache und wird dann auch, wenn das Gewinnspiel ausläuft, dann irgendwann fertig sein und wird das Ding auch verschickt an den Gewinner. Ich habe ja schon gesagt, Auslosung kommt dann zeitnah. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das hat euch auch wieder gefallen, dieser Gartenrundgang. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Lars.